Ja, hallo zusammen. Willkommen bei Malzhagen-Wetter TV aus dem Oberbergischen Kreis Nordrhein-Westfalen, Nümbrecht-Malzhagen in Zusammenarbeit mit unwetteralarm.com. Heute sehen Sie den Wetterclip, meinen ersten Wetterclip, und es geht um eine markante Wetterlage, die uns am morgigen Sonntag, den 29.03. zu erwarten hat. Und zwar erreicht uns ein Sturmtief, das zunächst erst Regen bringt bei milden Temperaturen. Am Nachmittag Richtung Abend erwarten wir dann die Kaltfront. Bei dieser Kaltfront wird es sehr turbulent zugehen. Es gibt Hinweise darauf, dass es zu kräftigen Schauern und auch Gewittern kommen kann. Dabei ist es durchaus möglich, dass durch einen sogenannten vertikalen Impulstransport die Höhenwinde heruntergemischt werden. Und somit ergibt sich dann folgende Lage. Im Allgemeinen zieht von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Baden-Württembergs, Hessen und Bayern ein Sturmfeld entlang mit Windböen bis stürmischen Böen, teils Sturmböen bis ins Flachland. Dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer sind durchaus möglich. Zum anderen im Bergland oberhalb 500 Meter schwere Sturmböen bis 100 km/h, eventuell auch mehr. Aber sollte es zu organisierten Strukturen kommen, heißt organisierte Gewitter oder aber auch kräftige Schauer, sind durchaus schwere Sturmböen, eventuell orkanartige Böen bis ins Flachland möglich, wobei dort ein Riesenfragezeichen zu setzen ist. Vor allen Dingen im Durchzug der Kaltfront geht es recht turbulent zu, durch konvektive Ereignisse, Schauer, Gewitter, mit schweren Sturmböen, teilweise bis in die Niederungen, kleiner Hagel, Graupel, in den Hochlagen oberhalb 500, 600 Meter Schneefall. Zusätzlich haben wir eine Problematik in den Staulagen der westlichen Mittelgebirge, aber also auch im Schwarzwald und Allgäu erwarten wir deutlich hohe Regenmengen, 30 bis 50 Liter auf dem Quadratmeter. Bis Mittwoch sind im Schwarzwald und Allgäu über 100 Liter auf dem Quadratmeter möglich. Dementsprechend Hochwassergefahr an Bächen und Flüssen, steigende Pegel auch zum Beispiel am Rhein. Und die Sturmgefahr geht auch dementsprechend weiter, weil wir es mit einer markanten Westwetterlage zu tun haben, wo sich zwischen einem Islandtief und dem Azorenhoch ein kräftiger Druckgradient aufgebaut hat, in dem sich auch in den Höhenlagen, also in den Höhenlagen sage ich schon, also auch in 300 HPA, ca. 10 Kilometer Höhe, der Jet befindet. Und unter diesem Jet verläuft die Frontalzone, die auch direkt über Mitteleuropa verläuft. Und dort können sich durchaus auch Randtiefs entwickeln, Tiefausläufer hinüberziehen, in Form von Warm- und Kaltfronten, und dabei ziehen auch immer wieder Starkwindfelder über Deutschland hinweg. Und wir erwarten eventuell am Dienstag sogar eine mögliche schwere Sturmlage. Dies ist aber noch nicht sicher. In dem Sinne können wir für den morgigen Tag zusammenfassen, dass wir ab dem Mittag, Nachmittag zum Abend hin Sturmböen bis ins Flachland zu erwarten haben. Im Nordosten eher was ruhiger, windig zwar, eventuell auch starke Böen. Jedoch sind hier die stärksten Böen in der Nacht zum Montag zu erwarten und am Montag, während am Montag im Westen, Nordwesten kurzfristige Wetterberuhigung einsetzt, der Wind etwas abflaut, jedoch bleibt der windige Charakter erhalten. Bevor dann, wie gesagt, zum Dienstag und am Dienstag das nächste Sturmfeld erwartet wird, wie stark es ausfällt und wo genau es in Deutschland eintrifft, ist noch unsicher. Die Modelle rechnen da noch sehr unterschiedlich, auch von der Intensität. Und somit kann man noch keine endgültige Prognose wagen, was sich jetzt am Dienstag tut, aber man sollte sich schon auf eine Sturmlage einstellen. Jetzt aber für uns punktuell ist ganz klar der Sonntag ein Schwerpunkt mit Sturmböen im Flachland, im Bergland schwere Sturmböen, in exponierten Gipfellagen auf dem Brocken natürlich dementsprechend auch mehr orkanartige Böen bis Orkanböen und im Verlauf der Kaltfront Gewitter möglich, dabei durch vertikalen Impulstransport
auch schwere Sturmböen in den Niederungen möglich. Und vor allen Dingen ist auch der Niederschlag in den nächsten Tagen ein deutliches Thema. Schwarzwald und Allgäu Unwettergefahr durch erhebliche Niederschlagsmengen bis Mittwoch früh über 100.000 Quadratmeter. In der Eifel und in den westlichen Mittelgebirgen, hier besonders Sauerland, Siegerland, Bergisches Land, Westerwald, vor allen Dingen dessen Stausituation, durchaus Mengen von bis zu 50 Liter auf den Quadratmeter möglich, alleine davon morgen 30. Und dementsprechend halt eventuell Hochwassergefahr an kleinen Bächen und Flüssen und bis zum Monatswechsel auch an größeren Flüssen durchaus deutlich steigende Pegel. Und man sollte halt dementsprechend auch die Warnlageberichte im Auge behalten, zum Beispiel von meinen Kollegen von unwetteralarm.com, auf meiner Website malzhagenwetter.de.dl oder natürlich die offiziellen Wetterdienste wie zum Beispiel unwetterzentrale.de oder dwd.de. Empfiehlt sich da genau im Auge behalten. Als Sicherheitsaspekt gilt zu sagen, es können Gegenstände umherfliegen, Bäume können umkippen, starke Äste können abbrechen. Man sollte nach Möglichkeit Wälder meiden. Und natürlich auch für die Lkw-Fahrer, gut, da werden morgen Sonntag weniger unterwegs sein, aber es sind mit Sicherheit welche unterwegs. Auf den Brücken, ganz klar Seitenwindgefahr, also aufpassen, dass sie nicht weggedrückt werden, oder auch Pkw-Fahrer sollten da aufpassen, dass sie nicht irgendwie in die Seiten gedrückt werden und es zu Verkehrsunfällen kommt, witterungsbedingt. Auch Aquaplaning kann nicht ausgeschlossen werden, also dementsprechend Vorsicht. In den Hochlagen, eventuell dort, wo es schneien kann, besteht natürlich Glättegefahr. Also Obacht. Wie gesagt, am Sonntag Schwerpunkt Süden und Westen. Am Montag Schwerpunkt ja mehr Osten, Nordosten, Norden. Dienstag Schwerpunkt noch nicht absehbar. Vielen Dank fürs Zuhören von Malzhagenwetter TV und natürlich unwetteralarm.com. Malzhagenwetter aus dem Oberbergischen Kreis, Nümbrecht, Malzhagen. Vielen Dank.